natürliche Entscheidung organisiert, aber ich denke, es war ein Foul von Frieder Nassara und somit direkt fertig dieser Freistoß aus dem halbrechten Feld für die Hamburger. Also hier ist das Spiel noch unterbrochen. Wir gehen nochmal weiter an Leverkusen für Angela. Letzten Sekunden der Nachspielzeit laufen. Es gibt nochmal einen Eckball für Hansa BSC Berlin. Machen die da jetzt eine Chance drauf oder machen sie es kurz? Sie machen die Ecke kurz. Wollen dieses 3:3 halten, 10 Berliner und die 11 Leverkusener erobern sich jetzt erstmal den Ball, aber verliert ihn wieder gegen Raphael. Dann hat ihn Castro nochmal geholt und dann sagt Schiedsrichter Michael Weiner, 6 Tore sind genug, das Spiel ist vorbei. Am Ende leistungsgerecht 3:3 Leverkusen, weiter in Wolfsburg, mit 1. 60 Sekunden Nachspielzeit sind noch zu absolvieren. Schafft es der FC Augsburg hier den zweiten Auswärtssieg seiner Debüt, seiner Premierensaison in der Bundesliga einzufahren? In Mainz zu gewinnen, 2:1 führen sie hier in Wolfsburg. Und die Augsburger Fans sind hier nur 200 oder 250. Die machen sich jetzt hier sehr stark bemerkbar in der Wolfsburg Arena. In einem Minute noch einmal. Aus der Hand steckt er den Ball mit beiden und 70 Meter fast an den gegnerischen Strafraum orientiert. Aber keiner seiner Mitspieler kann ein Kopfballduell gewinnen. Und sich den Ball sichern. Also, es geht hier weiter zu absolvieren. Sind jetzt vielleicht noch 30 Sekunden. Wir hören mal, ob auf den letzten Berg in Kaiserslautern zum Schluss ist. Und jetzt noch sehen. Hier ist Schluss. Er ist jetzt in Kaiserslautern. Und jetzt hat diesmal 0:2 mit dem ersten FC Nürnberg. Die Auswahl damit praktisch abgestiegen. Lassen dort unten die Köpfe hängen und so trösten sich gegenseitig. Und die Nürnberger haben den Klassenerhalt praktisch geschafft. Hier ist Schluss. Wird noch gespielt. Schalke gegen Dortmund. Sabine Tapperin. Jawohl, in den 90 Minuten sind vorüber. 2 Minuten Nachspielzeit empfohlen. Borussia Dortmund auf dem Weg zur zweiten deutschen Meisterschaft hintereinander. Führt mit 2:1 bei der FC Schalke 04. Was für eine Traumwoche. Am Mittwoch 1:0 die Bayern niedergerungen. Jetzt in der Höhe des Erzrivalen schon wieder 2:1 vorne. Dieser Mannschaft von Jürgen Klopp ist wirklich dieser Titel zu sich nicht mehr zu nehmen. Also praktisch für mich. Alles klar.